Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem nächsten Make-up-Tutorial. Endlich ist es mal wieder soweit. Von mir gibt es ein Schmink-Tutorial. Und natürlich auch aufgrund der vielen Nachfragen ein Deutschlandflaggen-Make-up passend zur WM. Dieses sieht so aus. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir haben hier die gesamte Deutschlandflagge am Auge nachempfunden. Abgestimmt natürlich mit rotem Lippenstift zu meinen blonden Haaren und vielleicht noch schwarzer Kleidung, sodass sich das auch in Accessoires und Kleidungsstück wiederfindet. Und ich denke, dass wir damit ganz gut gerüstet sind für die kommenden Deutschlandspiele. Ich hoffe natürlich, dass es noch ein paar werden. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und Nachschminken. PS, anstelle des roten Lippenstifts könnt ihr natürlich auch einen dezenten Gloss verwenden. Das sage ich nachher auch nochmal dazu. Nicht, dass ihr euch wundert. Jetzt geht's also los. Viel Spaß! Nachdem wir auf unser Augenlid eine Lidschattenbase aufgetragen haben, ich in diesem Fall Urban Decay Primer Potion oder ihr könnt auch natürlich eine andere benutzen, nehmen wir die oberste Lage der Palette, diese ganz bunte, und zwar den dritten Gelbton. 1, 2, 3. Ein bisschen auf einen ganz normalen Lidschattenpinsel und das tupfen wir ganz vorsichtig aufs innere Drittel unseres Oberlides auf. Richtig schön bis in den Augeninnenwinkel und dort ganz präzise mit abschließen und schon so ein bisschen Richtung Lidfalte. Aufpassen, dass wir hier am Ende dieses inneren Drittel schön gerade abschließen, wie natürlich auch die Deutschlandflagge, und schön austupfen, sodass am Ende ein leicht dreieckiger gelber Bereich entstanden ist. Als nächstes benutzen wir die andere Lage der Palette und zwar da den intensiven Rotton, genau hier an der Seite. Mit dem sauber gemachten Pinsel, damit kein Gelb mehr dran ist, reintupfen und direkt auf den Mittelbereich des Oberlides auftupfen. Ungefähr in der Breite eurer Iris. Zunächst hier unten am Wimpernkranz ganz vorsichtig und dann hoch in die Lidfalte, direkt parallel zum gelben Streifen. Aufpassen, dass wir auch hier wieder an der Seite schön gerade abschließen, um die Optik der Deutschlandfahne beizubehalten. Hier in der Lidfalte schön andocken, genau da, wo das Gelb endet, soll dann auch das Rot enden und auch hier die Breite oben beibehalten. Das heißt, es soll ein ganz rechteckiger, symmetrischer Streifen werden. Das sieht dann so aus. Und zum Schluss, was fehlt noch? Natürlich ein dunkler Ton, schwarz. Wem jetzt schwarz zu intensiv ist, der kann auch alternativ ein Dunkelgrau verwenden. Das ist Geschmackssache und solltet ihr zu Hause selbst ausprobieren. Und in der Palette befinden sich hier natürlich zwei schöne Schwarztöne. Ihr könnt entweder einen matten oder einen leicht glänzenden nehmen. Ich benutze jetzt einen matten, weil die Farben schon intensiv genug sind und ein Glanz da für mich jetzt zu viel wäre. Und mit dem setzen wir jetzt direkt hier am Außenbereich des Rot an, streichen uns leicht bis zum Augenaußenwinkel vor, gehen nochmal in das Schwarz und zwar mit der Kante des Pinsels, setzen den hier am Augenaußenwinkel an und tun so, als wenn wir uns Richtung äußersten Punkt der Augenbraue tupfen, sodass dann so eine Line entsteht. Bei mir ist das ungefähr 1,5 cm lang, bis dahin, wo eure Lidfalte anfängt. Anschließend drehen wir den Pinsel und ziehen das Ganze leicht oval, bis wir ans Rot andocken. Und tupfen den Bereich ganz einfach schön sauber aus. Hier auch wieder gut an der Außenkante des Rot abschließen. Und da seht ihr, dass ihr hier schon wirklich die Optik der Deutschlandflagge sehr gut nachempfunden habt. Den gleichen Farbverlauf tragen wir jetzt auch am Unterlid auf. Wir nutzen also wieder das Gelb für das innere Drittel und tupfen es direkt vom Augeninnenwinkel bis etwa zum Beginn der Iris. Auf den Mittelbereich kommt dann wieder das Rot und ganz außen natürlich wieder das Schwarz. Vom Augenaußenwinkel sanft nach innen getupft. Und wir docken hier außen natürlich wieder an das Schwarz des Oberlides an, sodass das dann hier wirklich eine einheitliche Bewegung von der Außenkante des Rot bis hin zur äußeren Spitze des Schwarz am Oberlides ergibt. Die Farben am Unterlid sollte man jetzt noch ein bisschen ineinander blenden. Zwar nehmen wir da einen fluffigen Pinsel, streichen zunächst das Gelb ein kleines bisschen in das Rot und zurück. Anschließend verblenden wir auch das Rot ein bisschen mit dem Schwarz, sodass es geschmeidige Übergänge ergibt. Wem dieses Farbergebnis jetzt so gefällt, der kann das schon so lassen, trägt dann einfach nur Kajalstift, Mascara und ein Highlight im Augeninnenwinkel und unterm Brauenbogen auf.
Wer jetzt aber diese Farben nicht so straight und voneinander abgetrennt haben möchte, sondern noch eine kleine Verblendung mit dabei, der benutzt jetzt nochmal seinen fluffigen Pinsel und fängt hier am Augenaußenwinkel an, das Schwarz leicht nach oben zu blenden, indem wir leicht kreiseln und das Ganze ein wenig nach oben ziehen und ausrauchen. Zunächst hier am Augenaußenwinkel und der verrauchte Farbton, der sich dadurch jetzt hier ergibt, den ziehen wir auch noch ein bisschen über das Rot hinweg bis zum Augeninnenwinkel. Das heißt, dass die Lidfalte an sich insgesamt noch definiert wird, obwohl hier auf dem roten und auf dem gelben Bereich kein dunkler Ton vorhanden ist. Den ziehen wir einfach vom Schwarz mit nach innen und das reicht vollkommen aus. Dann haben wir hier noch so eine leichte Schattierung und dem Auge wird mehr Tiefe verliehen. Ein kleines bisschen ausblenden können wir auch hier an der Unterlinie des Augenaußenwinkels, dass die nicht ganz so straight ist, es sei denn, ihr mögt diesen arabischen Look, dass es wirklich eine ganz harsche Linie ergibt, dann müsst ihr das natürlich nicht bearbeiten. Ansonsten auch hier unten ein bisschen kreiseln und hier außen ein leichtes Oval draus formen. Das Ganze sollte dann ungefähr so aussehen und wer jetzt noch möchte, kann auch das Gelb und das Rot ein bisschen ineinander blenden. Ich habe jetzt darauf verzichtet, weil ich das so sehr viel schöner finde. Es sieht ein bisschen fanmäßiger und extremer aus und natürlich haargenau wie die Deutschlandflagge. Wenn man das ineinander blendet, kann es sein, dass die Farben an sich dann nicht mehr so gut unterscheidbar sind und dass dann nur noch so eine Art Einheitsbrei ergibt. Ihr könnt das gerne probieren. Ich finde aber, wenn man sich schon so schminkt, dann sollte man auch sehen, dass man für Deutschland steht und dann sollte man die Farben auch wirklich abgetrennt lassen. Anschließend tragen wir noch ein Highlight im Augeninnenwinkel auf und zwar mit einem weißen Kajalstift, indem wir einfach das innere V ein kleines bisschen definieren. Das heißt vom Augeninnenwinkel ein bisschen in das Gelb hinein am Oberlid und auch in das Gelb hinein am Unterlid. Dann nehmen wir unsere kleine Fingerkuppe und verstreichen das ein bisschen nach innen, nach oben und nach unten, sodass es einen geschmeidigen Übergang zur Haut ergibt. Anschließend nehmen wir einen sauberen Lidschattenpinsel und einen Highlighterton. Das kann ein leicht schimmernder, aber auch ein matter sein. Hier oben auf die Kante des Pinsels geben und unter den Brauenbogen auftragen. Und zwar etwa von der Mitte aus direkt bis unter die Augenbraue tupfen, leicht nach außen ziehen und ein bisschen ausblenden. Anschließend euren sauber gemachten, fluffigen Pinsel nehmen. Damit ein bisschen in ein normales Kompaktpuder hineingehen, was eurem Hautton entspricht. Und damit die beiden Farben, also das Schwarz und den Highlighterton, ein bisschen ineinander blenden. Das ergibt dann ein sehr geschmeidiges und schönes Ergebnis. Gut, anschließend benötigen wir noch einen Kajalstift auf der Wasserlinie. Dazu nehmt ihr entweder einen weißen, wenn die Augen ein bisschen offener und größer wirken sollen, oder einen schwarzen, wenn ihr das Schwarz vom äußeren Drittel auch hier auf der Wasserlinie wiedersehen möchtet. Das ergibt dann einen dramatischeren und intensiveren Look. Das ist natürlich auch Geschmackssache, deswegen müsst ihr das auswählen. Ich benutze in dem Fall jetzt mal einen weißen. Ich denke, dass wir jetzt schon genug Dramatik im Auge haben. Und den tragen wir ganz einfach auf die Wasserlinie auf. Zugleich nehmen wir auch unseren kleinen Finger der anderen Hand. Unsere Wimpern klappen die ein bisschen nach oben und tragen den Kajal auch auf der Wasserlinie am Oberlid auf. Und da werdet ihr nachher sehen, dass es die Augen noch ein wenig größer wirken lässt, als wenn wir das nur unten tun. Das sieht dann so aus. Anschließend benutzen wir einen schwarzen Kajalstift, egal ob wir jetzt auf der Wasserlinie einen weißen oder schwarzen verwendet haben. Den tragen wir in jedem Fall vom Augenaußenwinkel ganz, ganz nah an der Wasserlinie dran, leicht stricheln, etwa bis zum Ende des äußeren Drittel auf, da wo sich das Schwarz schon befindet, sodass wir hier diesen Kranz noch ein bisschen intensivieren, aber auch leicht ein ganz kleines Stück noch in das Rot mit reingezogen. Anschließend benutzen wir eine Wimpernzange und schwarze Mascara und dann bin ich gleich wieder da zum Lidstrich. So, die Mascara ist jetzt aufgetragen. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich empfehle euch für diesen intensiven Look in jedem Fall noch falsche Wimpern aufzubringen. Die nehmt ihr so mit einer Pinzette, sodass hier oben der Wimpernkranz ist. Dann benutzt ihr ein bisschen Wimpernkleber, gebt ihn drauf und setzt es so aufs Auge, drückt es schön an und dann habt ihr wirklich ein wahnsinnig tolles, ausdrucksstarkes, fanmäßiges Fußball-WM-Deutschland-Augen-Make-up. Aber wer keine falschen Wimpern verwenden möchte, der kann es natürlich auch so tragen, aber dann macht ihr es einfach so wie ich, tuscht die Wimpern mehrfach, also macht sie schön intensiv, damit es einen guten Ausgleich hier zum dunklen Bereich am Oberlid ergibt.
Abschließend tragen wir natürlich noch einen schönen Liquid Eyeliner Strich auf. Ich benutze jetzt hier einfach von Essence Waterproof Liquid Eyeliner. Das ist natürlich toll, wenn man im Sommer draußen feiert und vielleicht auch ein bisschen schwitzt oder Bier ins Gesicht gespritzt bekommt. Das kann ja immer ein bisschen wild zugehen. Da ist wasserfester Liquid Eyeliner natürlich unbedingt nötig. So, anschließend schauen wir nochmal drüber. Alles in Ordnung. Bei Bedarf natürlich nochmal ausblenden, kleine Korrekturen vornehmen. Augenbrauen auf jeden Fall ein bisschen intensivieren, damit es gut zum dunklen Augen-Make-up passt. Dann seid ihr da auf jeden Fall gut versorgt. Und wer natürlich jetzt noch passend hier zum Knallton auf dem Oberlid auch einen schönen intensiven Rotton auf den Lippen haben möchte, sollte da natürlich auch noch einen schönen roten Lippenstift auftragen. Ansonsten gebt ihr einfach nur einen leichten Gloss oder einen Lippenbalsam drüber, aber ich denke, bei so einem Fanspiel darf es natürlich auch mal ein bisschen intensiver zugehen. Und als Rot habe ich mir hier beispielsweise ausgesucht von Rimmel Lasting Finish die Farbe 166 Temptation. Wie ihr seht, ein schöner intensiver Rotton. Und der kommt auf die Lippen drauf. Damit habt ihr also durch und durch ein richtig schönes, intensives Fan-Deutschland-Make-up. Ich hoffe, es gefällt euch. Ein kleiner Tipp, um die Farben Schwarz, Rot und Gold bzw. Gelb auch insgesamt im Outfit und in der gesamten Optik auftauchen zu lassen, sind natürlich die Blondhaarigen, so wie ich, schon mal damit gesegnet, dass sie durch roten Lippenstift, blondes Haar und schwarze Kleidung dann auch Schwarz, Rot, Gold im Rest des Outfits symbolisieren können. Die, die schwarze Haare haben, sollten vielleicht in den Kleidungsstücken noch ein bisschen Rot und Gelb mit einbauen bzw. auch ähnliche Accessoires verwenden. Beispielsweise könnte jetzt zu schwarzer Kleidung und blondem Haar noch einen roten Haarreifen aufsetzen, beziehungsweise anstelle der schwarzen Ohrringe noch rote verwenden. Das wird dann also durch und durch ein ganz tolles Deutschland-Outfit. Experimentiert da einfach mal ein bisschen rum, genau mit diesen Deutschlandfarben, und dann denke ich, seid ihr ganz gut gerüstet. Und ich hoffe natürlich, dass wir dieses schöne Make-up dann auch im Finale anwenden können, wenn wir es denn soweit schaffen. Ich zweifle ja momentan ein bisschen daran. Aber wir werden es sehen beim nächsten Spiel. Ich hoffe, ihr seid dabei. Jetzt viel Spaß mit eurem WM-Make-up. Ich hoffe, es gefällt euch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!